Pflanzenbootcamp. Trainiere deine Pflanzen, dass sie längere Trockenperioden unbeschadet überstehen können. Der ordentliche, stets gepflegte und kurz gemähte englische Rasen ist ein lebloses Trauerspiel. Wir haben momentan einen sehr verwachsenen Frühling und da kann man sehr schnell vergessen, dass wir die letzten Jahre einen starken Dürresommer haben und dieses Jahr auch wieder lange Trockenperioden auftauchen können. Und wir alle wollen ja gesunde, starke Pflanzen haben, relativ viel ernten. Und wenn wir mal für eine Woche in den Urlaub gehen und dass nicht gleich unsere Pflanzen komplett vertrocknen sind und wir dann so eine Art Pflanzenwüste vorfinden. Und wie es jetzt mit allem im Leben ist, ist Vorsicht besser als Nachsicht. Ich bereite mich jetzt schon mal auf eine mögliche Dürreperiode vor. Nicht, dass ich dann, wenn die Dürreperiode da ist und ich nichts gemacht habe, ich in Panik und Hektik ausarte und irgendwie alles mögliche versuche, um meine Pflanzen zu retten und dann alles kläglich scheitert und ich verzweifle. Von daher gibt es in dem Video meine Tipps und Tricks, die ich anwenden werde, um halt hier bei mir im Garten Wasser zu sparen. Ich bin ein sehr großer Fan vom Mulchen. Bist du das eventuell auch? Ist es dir schon mal früher passiert, so wie mir zum Beispiel, dass wenn ich mal manchmal meine Pflanzen gegossen habe, dass ich dann mehr den Mulch gegossen habe, anstelle die Pflanzen bzw. die Wurzel, da wo eigentlich das Wasser hingehört? Ganz schön kontraproduktiv. Von daher geht es halt darum, wenn du Wasser sparen möchtest, effizient zu gießen. Das heißt, bringe das Wasser dorthin, wo es auch hingehört, zu den Wurzeln von deinen Pflanzen. Manche tun zum Beispiel Tontöpfe in die Erde mit eingraben neben ihren Pflanzen. Ich habe zum Beispiel früher meine Plastiktöpfe damit eingesetzt, da wo, wenn ich die Pflanzen in die Beete gebracht habe, mein Gießwasser reinbringe und das dann direkt in die Wurzeln von den Pflanzen kommt. Manche tun halt zum Beispiel unter ihrem Mulch oder beim No-Dig-Verfahren unter das Karton ihre Tropfbewässerungsanlage mit ranbringen. So gießen sie zum Beispiel den Mulch einfach nicht, sondern direkt die Erde, da wo halt die Pflanze dann direkt wächst. Ich bin deshalb so ein großer Freund von Mulchen, weil es das Gartenleben um einiges einfacher machen kann. Da es halt den Boden vor der Sonne und dem Wind schützt, das heißt die Verdunstung wird minimiert, das Wasser wird besser gespeichert. So kommt es oftmals vor, trotz langer Dürreperiode über mehrere Wochen hinweg, dass mein Boden unter dem Mulch dennoch feucht ist, obwohl ich ihn nie nicht richtig gieße. Außerdem fütterst du mit deinem Mulchmaterial das Bodenleben und das sorgt wieder für gute Erde und mit dieser guten Erde bekommst du wieder kräftige Pflanzen. Und wusstest du, dass in einer Handvoll Humuserde mehr Leben zu Hause ist, als wir Menschen diese Erde hier bevölkern? Ganz schön krass, oder? Dieser lebendige Boden kann Wasser auch noch umso besser speichern und das wird nochmal zusätzlich erhöht, wenn man Pflanzenkohle mit in seine Erde einarbeitet. Was? Du kennst die Pflanzenkohle nicht und die Geschichte der Indios im Amazonasgebiet dahinter nicht, die an kargen Böden des Regenwaldes sehr fruchtbare Böden aufgebaut haben, auf denen so gut wie alles wächst. Diese Böden werden Terra Preta genannt und sind ein Gemisch von verschiedensten organischen Materialien, Grünzeug, Holzhäcksel, Fischgräten, menschliche Fäkalien auch und diese Pflanzenkohle zum Beispiel. Zu dem ganzen Thema Pflanzenkohle, wie man sie zum Beispiel selbst herstellt und auch dem Aufbau von Humus über die Jahre hinweg, habe ich schon einige Videos dazu gemacht und auch Blog-Einträge auf meiner Webseite. Die werde ich dir zum Beispiel unten in der Videobeschreibung verlinken, damit ich jetzt hier nicht extra in dem Video drauf eingehen muss. Der nächste Tipp ist klar wie Kloßbrühe und wir alle wissen, dass wir viel mehr Bäume pflanzen sollten. Sie spenden Schatten, sorgen für ihre Verdunstung für ein ausgeglichenes Klima und halten mit ihren großen Wurzeln auch das Wasser besser im Boden. Und zusätzlich stabilisieren sie den Wasserkreislauf in der Region viel besser aufgrund der Verdunstung und dann die kommenden Niederschläge. Wusstest du, dass die Bäume im Wald alle miteinander verbunden sind und miteinander kommunizieren und das mit Hilfe von Pilzen? Die Bäume gehen eine Symbiose mit den Mykorrhiza-Pilzen ein und die erweitern zum Beispiel die Wurzeln von den Bäumen. So können sie dann zum Beispiel tiefere Erdschichten noch besser durchdringen, kommen so zum Beispiel besser an Wasser und weitere Nährstoffe und der Baum gibt halt dann dafür mit zusätzlich der Kommunikation zu anderen Bäumen Zucker als Futter für den Pilzen, den er durch die Photosynthese gewinnt. Um diesen wertvollen Effekt auch für deine Kulturpflanzen gewinnen zu können, empfehle ich einfach mit Holzhäcksel zum Beispiel zu mulchen oder mit holzigem Material wie zum Beispiel Stroh oder Holzwolle. Der ordentliche, stets gepflegte und kurz gemähte englische Rasen ist ein lebloses Trauerspiel. Leg doch lieber Wildblumenwiesen an und mähe die zweimal im Jahr, so haben die Insekten was davon und du hast eine schöne Blütenpracht, die du dir jeden Tag anschauen kannst. Außerdem durch die
großen Blattmassen, die danach entstehen, wird der Boden nochmal viel besser geschützt. Der trocknet dann nicht so aus wie bei so einem kurzen Rasen. Und die Wurzeln dieser Pflanzen werden auch viel größer sein, weil wir sie einfach nicht mähen und sie hier tiefere Wasserschichten erreichen können und dann wegen der Trockenheit vielleicht. Der letzte Tipp, mach ein Pflanzen-Bootcamp. Trainiere deine Pflanzen, dass sie längere Trockenperioden unbeschadet überstehen können. Das mache ich zum Beispiel, wenn ich hier meine Tomaten im Gewächshaus habe oder im Folientunnel, dass ich sie eine Woche lang zum Beispiel nicht gieße und wenn sie dann Wasser brauchen, dann nicht richtig gut gieße, damit das Wasser auch tief in die tieferen Erdschichten nach unten versickert und dort auch die Wurzeln hinkommen, dass sie einfach lernen, tiefe Wurzeln zu bilden und sich halt von unten das Wasser zu holen. Die einzige Ausnahme sind natürlich Gurken. Die gieße ich alle 2 Tage, weil sonst werden sie bitter und schmecken einfach nur abscheulich. Dieses Training beginne ich auch schon in der Jungpflanzenvoranzucht. Das heißt, ich gieße zum Beispiel meine Tomaten immer nur dann, wenn die Erde komplett trocken ist und sie dann anfangen mit ihren Blättern zu hängen. Und dann gieße ich halt unten in die Schale hinein, damit sie halt lernen, ihre Wurzeln nach unten zum Wasser zu bilden. Jetzt bist du optimal bewaffnet für eine lange Dürreperiode. Während die anderen verzweifelt sind und bei ihnen, die in den Gärten alles austrocknet, bist du derjenige, der schlau genug war, dieses Video sich angeschaut hat und diese Tipps auch umgesetzt hat und eine reiche Ernte trotz längerer Trockenzeit hat. Wie bereits erwähnt, findest du unten in der Videobeschreibung meine Videos zur Terra Preta, zur Pflanzenkohle und auch zum Humusaufbau, genauso wie die Blog-Einträge. Sonst werde ich sie auch hier in der Endcard verlinken. Schau auch gerne bald auf meiner Webseite für Saatgutlisten, an meinem Shop auch vorbei. Coachings und Kursangebote findest du dort auch. Wenn du nochmal tiefer in die Permakultur reingehen möchtest und hier nochmal zusätzlich unabhängiger und selbstständiger vom Supermarkt zum Beispiel wirst und auch dein eigenes gesundes und vitales Obst und Gemüse anzubauen. Sonst bedanke ich mich vielmals, dass du eingeschaltet hast und wir sehen uns im nächsten Video zum Thema Permakultur oder auch wenn du Interesse hast zum Thema Gesundheit.